Und diese Hormone, die sind essentiell, also sie brauchen wir, lebensnotwendig für unseren Körper und auch unseren Stoffwechsel. Aber auch ein Nährstoffmangel kann zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen. Dann versuchen Sie einmal, die 5 genannten Lebensmittel, die ich gerade erklärt habe, regelmäßig auf den Tisch zu bringen. Glauben Sie, dass Sie Probleme mit der Schilddrüse haben, mit dem Organ hier am Hals? Oder wurde tatsächlich auch eine ja handfeste Diagnose bei Ihnen gestellt, dass Sie zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion haben? Basedow vielleicht haben, Hashimoto haben, was auch immer. Menschen mit Schilddrüsenproblemen, mit zum Beispiel einer Schilddrüsenunterfunktion, die müssen meist Medikamente einnehmen, ganz typisch L-Thyroxin. Nimmt man ja typischerweise so ja 30 Minuten vor dem Frühstücken morgens ein. Gleichzeitig fragen sich aber auch viele von uns, wie kann ich die Funktion meiner Schilddrüse so gut wie möglich mit der täglichen Ernährung unterstützen? Egal, ob ich jetzt ein großes Problem mit der Schilddrüse habe, eine Schilddrüsenunterfunktion, eine Überfunktion. Eine sehr wichtige Frage ist das natürlich und diese kann man auch klar beantworten. Und ich gehe jetzt in diesem Video genau darauf ein. Viele wissen aber gar nicht, wo sie überhaupt anfangen sollen. Wie sollte ich mich gezielt ernähren bei Problemen mit der Schilddrüse? Der Arzt sagt irgendwie, ich habe da eine Erkrankung, ein Basedow, ich habe ein Hashimoto, wie soll ich mich jetzt ernähren? Und genau zu dieser Frage zeige ich Ihnen jetzt einmal 5 Lebensmittel, die unbedingt auf Ihrem Speiseplan stehen sollten, wenn Sie Probleme mit der Schilddrüse haben. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über typischen Symptomen von Erkrankungen, die Erkrankungen selbst, was zu diesen Erkrankungen führt, aber Ihnen auch Tipps geben aus dem Bereich ja, Sport, Ernährung, weil das alles letztlich natürlich sehr eng zusammenhängt, wie man in diesem Video jetzt einmal sieht, die Verknüpfung von Ernährung und Schilddrüsenproblemen zum Beispiel. Und wenn Sie das interessiert, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Kennen Sie das? Sie fühlen sich ja schnell irgendwie ausgelaugt. Sie frieren vielleicht ständig, Sie nehmen ungewollt zu, auch ein ganz typisches Symptom. Das alles könnten Anzeichen sein für eine Schilddrüsenerkrankung, für eine Schilddrüsenunterfunktion in dem Fall. Ursächlich können zum Beispiel Erkrankungen sein wie eine Hashimoto, aber auch ein Nährstoffmangel kann zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen. So oder so ist es wichtig, dass Sie Ihre Schilddrüse, dass Sie ihr genügend Nährstoffe geben, damit sie gut funktionieren kann. Die richtige Ernährung hilft Ihnen dabei. Und bevor wir jetzt aber einmal zu den Top 5 Lebensmitteln kommen, die Sie nehmen sollten, erkläre ich Ihnen einmal ganz kurz, was eine Schilddrüsenunterfunktion, weil das das meiste oder häufigste Problem ist, das wir haben, wenn wir ein Problem mit der Schilddrüse haben, was eine Schilddrüsenunterfunktion eigentlich ist, damit Sie einmal auch ein besseres Verständnis haben, was dabei Ihnen passiert bzw. nicht passiert und auch was an Nährstoffen womöglich fehlt. Fakt ist, die richtige Ernährung kann dazu beitragen, dass Sie weniger Probleme mit Ihrer Schilddrüse haben. Was passiert bei einer Schilddrüsenunterfunktion? Bei einer Schilddrüsenunterfunktion kommt es zu einem Mangel an den wichtigen Schilddrüsenhormonen, an den wichtigen Schilddrüsenhormonen, das Triiodthyronin und das Thyroxin, das kurz oder das auch bekannt ist unter T3 und T4. Und diese Hormone, die sind essentiell, also sie brauchen wir, lebensnotwendig für unseren Körper und auch unseren Stoffwechsel. Wofür die Hormone konkret wichtig sind, das sehen Sie hier einmal. Fehlen die Hormone, kommt es zum Beispiel typische Symptome, Verstopfung, Müdigkeit, Übergewicht. Und in diesem Video hier, schauen Sie da gerne einmal rein, da erfahren Sie mehr über speziell die Funktion der Schilddrüsenhormone, wie die gebildet werden, was sie genau machen und was bei einem Mangel passieren kann. Wahrscheinlich wissen Sie, der nächste Punkt, dass die Schilddrüse Jod braucht, um richtig zu funktionieren. Das weiß im Prinzip jeder immer, Jod und Schilddrüse. Studien wie diese von 2009 zeigen, dass neben dem Jod aber auch andere Mikronährstoffe, und das ist wichtig, auch andere Mikronährstoffe wie typisch Selen, Zink, Eisen, wichtig für die Schilddrüse sind und gerade auch Vitamine wie Vitamin A, Vitamin C, die werden auch dringend benötigt. Die gute Nachricht: Diese ganzen Nährstoffe, die verstecken sich in vielen Lebensmitteln, die Sie ganz einfach in Ihre Mahlzeit einbauen können. Man muss es sozusagen nur wissen, worauf man achten muss. Wenn Sie also selber an einer Schilddrüsenunterfunktion leiden oder Sie einfach Ihre Schilddrüse, nennen wir es mal so, etwas pushen wollen, wenn Sie wissen, glauben, dass Sie Probleme mit der Schilddrüse haben, dann sollten Sie jetzt dranbleiben und versuchen, diese Lebensmittel, die ich jetzt nenne, umzusetzen. Lebensmittel Nummer 1, Brokkoli. Brokkoli ist ein Gemüse, das vielleicht nicht jedermanns Sache ist.
Aber das grüne Kohlgemüse liefert Ihnen jede Menge wichtige Nährstoffe und Vitamine. Deswegen einmal nachdenken, ob Sie es vielleicht doch ab und zu mal essen. Es enthält bis zu 14 Mikrogramm Jod auf 100 Gramm und ist in dieser Hinsicht Ihr Anführer der grünen Gemüsesorten. Die empfohlene Tagesdosis an Jod liegt bei ca. 200 Mikrogramm. Bei stillenden Müttern ist es mehr, 260 Mikrogramm. Mit einer Handvoll Brokkoli zum Mittagessen kommt man dieser Dosis also schon sehr nah. Sie sollten das Gemüse nur dämpfen oder leicht andünsten. Das ist wichtig, um die Nährstoffe beim Kochen bestmöglich zu erhalten. Oftmals ist das Problem, dass man sozusagen durch das Kochen die ganzen Nährstoffe sozusagen wegmacht und dann war es für die Katz. Aber Brokkoli enthält nicht nur Jod, sondern auch, und das ist auch wichtig, Selen. Und der Gehalt an Spurenelementen wie Selen hängt vom jeweiligen Gehalt klar des Bodens ab, auf dem der Kohl wächst. Das ist generell wichtig zu wissen. Außerdem spielt es eine Rolle, ob Sie Bioprodukte zum Beispiel kaufen oder nicht. Bioprodukte werden nämlich nicht mit Schwefel gedüngt. Schwefel würde zum Beispiel die Aufnahme von Selen verringern. Wichtig also zu wissen. Auch unabhängig von der Schilddrüse ist Brokkoli ein echtes Superfood, kann ich deswegen nur empfehlen, denn es enthält auch zum Beispiel große Mengen an Vitamin C. Wer also in der Woche ab und zu Brokkoli in den Speiseplan einbaut, tut nicht nur was Gutes für die Schilddrüse, sondern auch was fürs Immunsystem. Lebensmittel Nummer 2, Paranüsse. Studien wie diese aus 2017 zeigen, dass Paranüsse das selenhaltigste Nahrungsmittel sind. Eine einzige Paranuss enthält so viel Selen, dass sie je nach Größe den täglichen Bedarf von ca. 60 Mikrogramm bei Frauen und bei Männern ist mehr, 70 Mikrogramm, bereits decken kann. Auch ich esse wirklich sehr, sehr oft Paranüsse. Auch heute Morgen habe ich wieder Paranüsse in meinem Müsli gehabt. Und damit eignen sich Paranüsse als gute Alternative zur Supplementierung von Selen. Sie müssen Selen nicht supplementieren, was man ja auch oft hört. Denn Selen ist nicht nur wichtig für die Schilddrüsenenzyme, es wirkt auch antioxidativ, es schützt so vor Zellschädigung zum Beispiel im gesamten Gewebe. Paranüsse können also gut oder liefern viel Selen. Aber das ist auch wichtig, Paranüsse haben einen hohen Gehalt auch an anderen Mikronährstoffen, wie zum Beispiel Magnesium, Kupfer, Zink, die ja auch wichtig gerade für die Schilddrüse sind. Und bei diesen super Selenlieferanten muss man aber unbedingt darauf achten, und das jetzt sozusagen ist der Nachteil, nicht zu viele Paranüsse am Tag zu essen. Manche Quellen sagen so 1 bis 2 Nüsse am Tag. Ich persönlich versuche nicht mehr als eine Handvoll am Tag zu essen, vielleicht so 5, 6 Stück. Denn Paranüsse haben eine relativ hohe radioaktive Belastung im Vergleich zu anderen Lebensmitteln und können somit ja in größeren Mengen, also wirklich, wenn man richtig viel davon isst, auch gesundheitsschädigend sein. Eine gute Alternative zu Paranüssen, wenn Ihnen diese zum Beispiel auch nicht schmecken, sind Cashewkerne oder auch Mandeln. Und diese enthalten neben Selen auch eine Menge Calcium, Vitamin E. Ich empfehle generell immer verschiedene Nüsse zu essen, zu wechseln, nie einseitig sich zu ernähren, sondern zu wechseln. Und so tun Sie gleichzeitig was für Knochen, Zähne, Zellschutz und wie gesagt, klar, für die Schilddrüse. Und wenn Nüsse so gar nicht Ihr Fall sind, kann ja auch sein, oder Sie eine Allergie zum Beispiel haben, dann probieren Sie unbedingt einmal meinen nächsten Tipp. Lebensmittel Nummer 3, Steinpilze. Jetzt also Pilze, und wer Nüsse vielleicht nicht mag, mag wahrscheinlich Pilze. Pilze sind generell eine reichhaltige Selenquelle, also auch. Das gilt besonders für die Steinpilze. Mit 180 Mikrogramm pro 100 Gramm sind sie die absoluten Spitzenreiter in der Selenversorgung. Und sie liefern der Schilddrüse außerdem auch das wichtige Spurenelement Zink. Zink hatte ich gerade ja schon bei den Nüssen auch erwähnt. Auch Pilze haben viel Zink. Zink unterstützt den Energiestoffwechsel der Schilddrüse und wirkt antientzündlich. Auch Champignons zum Beispiel, Austernpilze, haben einen hohen Selen- und einen hohen Zinkgehalt. Also Pilze sich generell merken. Das Selen ist übrigens auch wichtig, so als Tipp mal, für die Bildung von Glutathion. Und Glutathion hat eine eher starke antioxidative Wirkung und es gibt Hinweise darauf, dass es das Risiko für Krebs und Alzheimer senken könnte. Deswegen, ich esse auch viel, wie ich gesagt hatte, Paranüsse, nicht weil ich Probleme mit der Schilddrüse habe, sondern einfach weil Selen wirklich gut ist für unseren Körper. Unabhängig von der Schilddrüse haben Pilze einiges für eine gesunde Ernährung also zu bieten. Sie enthalten eine Menge auch an Vitamin B-Komplexen und auch an Kalium. Und damit sind sie gut für das Herz, Muskelfunktion und Pilze liefern auch noch wichtig
viel Phosphor, was wichtig für den Knochenaufbau zum Beispiel ist. Lebensmittel Nummer 4, Weizenkleie. Am Anfang habe ich ja kurz erwähnt, dass auch Eisen eine wichtige Rolle für die Schilddrüse spielt. Wir hatten jetzt gerade viel zum Thema Selen, klar Jod, aber auch Eisen ist wichtig. Weizenkleie entsteht in der Mehlverarbeitung und ist das, was nach dem Absieben vom Mehl übrig bleibt, also die Randschichten der Körner, aus denen das Mehl gewonnen wird. Weizenkleie enthält circa so 5,4 Milligramm Eisen auf 100 Gramm Kleie und ist somit ein extrem eisenreiches Getreideprodukt. Der tägliche Eisenbedarf bei Frauen liegt bei 15 Milligramm. Das ist etwas höher als bei Männern. Wir haben so einen Bedarf von 10 Milligramm. Und das lässt sich so sehr gut mit ein paar Löffeln Weizenkleie Müsli am Morgen decken. Also Eisenmangel, wer Eisenmangel hat, sollte viel Weizenkleie essen. Gleichzeitig unterstützt das Eisen auch die Blutbildung. Aber nicht nur das enthaltene Eisen hilft bei der Schilddrüsenunterfunktion. Weizenkleie kann noch mehr, denn Weizenkleie ist sehr ballaststoffreich und wirkt dadurch auch gut gegen Verstopfungen. Und Stichwort Verstopfung hatte ich ja vorhin gesagt, das ist zum Beispiel ein typisches Symptom einer oder eine Folge einer Unterfunktion. Also durch gezielte Ernährung sollten Sie versuchen, erstens den veränderten Nährstoffbedarf bei Schilddrüsenproblemen auszugleichen, das alles, was ich jetzt gerade die ganze Zeit erzählt habe, und zweitens auch dadurch durch die gezielte Ernährung möglichen Nebenwirkungen, zum Beispiel bei einer Schilddrüsenunterfunktion, entgegenzuwirken. Stichwort Ballaststoffe, die helfen, wenn man oft Probleme mit Verstopfung hat. Lebensmittel Nummer 5, Fisch. Eine Topquelle für etliche wichtige Nährstoffe und Spurenelemente ist auch Fisch. Zweimal die Woche Seefisch liefert Ihnen schon eine fast sehr ausreichende Menge an Jod. Und Jod ganz wichtig für die Schilddrüse. Mit 417 Mikrogramm Jod pro 100 Gramm ist der Schellfisch die beste Fischart für die optimale Jodversorgung. Aber auch Hering, Thunfisch, und gerade Thunfisch isst man ja oft, haben neben Jod auch einen hohen, das ist noch wichtig, Selengehalt. Selen habe ich ja gerade ausführlich erklärt. Sie sind eine gute Alternative also für Menschen, die keine Paranüsse mögen, auch keine Pilze essen mögen, aber trotzdem an ihren täglichen Bedarf an Selen kommen wollen. Also Fisch. Seefisch ist mit einem sehr hohen Proteinanteil, also noch ein ganz anderer Aspekt, hoher Proteinanteil und auch einem Gehalt oder guten Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, klar, ein echter Gesundheits-Allrounder und lässt sich sehr gut in den wöchentlichen Speiseplan einmal einbauen. Wenn Sie also selbst an einer Schilddrüsenunterfunktion leiden oder dem vorbeugen wollen, wenn Sie Schilddrüsenprobleme haben, was dagegen tun wollen, dann versuchen Sie einmal die 5 genannten Lebensmittel, die ich gerade erklärt habe, regelmäßig auf den Tisch zu bringen. Das heißt ja nicht gleich, dass man sich nur davon ernähren muss. Ich empfehle Brokkoli, Nüsse, wie zum Beispiel Paranüsse, Weizenkleie, gerne auch Pilze, Fisch. Und vor allem können Sie das alles super miteinander kombinieren. Egal ob als Frühstück, als Mittagessen, als Abendessen. Gerade die Kombination ist ja auch sehr interessant und macht es abwechslungsreich. Nochmal einseitig sich ernähren, egal ob man nur einseitig Schokolade isst oder einseitig nur Nüsse oder Pilze, ist alles immer nicht sinnvoll, sollten Sie also nicht machen. Also wenn Sie diese Lebensmittel essen, damit unterstützen Sie nicht nur Ihre Schilddrüse, sondern Sie versorgen Ihren Körper mit weiteren wichtigen Vitaminen und Nährstoffen. Natürlich gibt es auch noch andere Lebensmittel, die Ihnen wichtige Nährstoffe für die Schilddrüse liefern. Das waren jetzt erst einmal ein paar Beispiele, aber sehr gute, wichtige Beispiele. Und andere sehen Sie hier einmal, hier habe ich noch welche aufgelistet. Wer zum Kochen zum Beispiel immer jodiertes Salz verwendet, erreicht auch schnell seinen täglichen Jodbedarf. Das ist vielleicht das Offensichtlichste, um genug Jod zu sich zu nehmen. Falls Sie es aber vielleicht schon auf Nahrungsergänzungsmittel absehen oder dazugreifen sollten, dann schaffen Sie sich vorher einmal einen Überblick, wie weit Ihr täglicher Bedarf durch Ihre Lebensmittelwahl vielleicht schon abgedeckt ist. Denn, das ist auch wichtig, viel hilft nicht viel. Die Dosis macht das Gift. Man kann also auch zu viel von einer bestimmten Sache zu sich nehmen. Zu viel Jod beispielsweise kann der Schilddrüse auch schaden. Es ist also in jeder Hinsicht wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Und letztlich, wenn man durch die Ernährung die Sachen zu sich nimmt, ist es selten, dass man viel zu viel von was hat, weil man ja ausgewogen sich ernährt und immer mal wieder abwechselt. Und falls Sie Probleme mit der Schilddrüse jetzt haben, wenn Sie Tipps aber dazu haben, gerade was Sie da vielleicht essen, schreiben Sie es gerne einmal in den Kommentarbereich. Lassen Sie uns darüber diskutieren. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.